Hallo, mein Name ist Marco Weber vom Blaswerk Musik Haag und jetzt möchte ich dir zeigen, wie du dein Euphonium nach dem Spielen richtig pflegst. Mit wenigen Handgriffen sorgst du dafür, dass dein Instrument immer richtig funktioniert und dabei auch noch glänzt. Beim Hineinblasen gelangt nicht nur Luft, sondern auch Speichel in das Euphonium. Schon nach wenigen Tagen trocknet dieser Speichel aus und zurück bleiben Rückstände, welche das Rohr im Innern des Euphoniums und die Ventile angreifen und mit der Zeit zerstören können. Deshalb ist es besonders wichtig, dass nach jedem Musizieren so viel Feuchtigkeit wie möglich aus dem Instrument entfernt wird. Sehr wichtig ist auch, dass du nach jedem Spielen die Ventile herausnimmst und wieder neu einölst. Das Ölen der Ventile erfüllt drei wichtige Funktionen. Erstens bildet das Öl auf dem Ventil einen Schmierfilm, der dafür sorgt, dass die Ventile geschmeidig und leicht laufen. Zweitens ist das Öl eine Art Schutzüberzug für das Ventil und das Ventilgehäuse. Dieser Schutzüberzug verhindert und reduziert die Bildung von Flecken und Ablagerungen. Drittens verschließt der Ölfilm die Zwischenräume zwischen Ventil und Gehäuse luftdicht ab. Denn mit weniger Luftverlust hast du auch weniger Blaswiderstand und brauchst somit weniger Kraft für die Tonerzeugung. Wenn du beim Ölen der Ventile immer nur eines herausnimmst, ölst und wieder einsetzt, dann besteht keine Gefahr, dass die Ventile vertauscht werden. Diese haben nämlich Nummern. Das erste Ventil wird vom Zeigefinger gedrückt, das zweite Ventil ist in der Mitte und das dritte Ventil drückt der Ringfinger. Lass das Ventil leicht in das Gehäuse gleiten. Danach drehst du langsam das Ventil im Kreis, bis der Noppen der Ventilführung in die Nut einrastet. Nun drehst du den Ventildeckel im Uhrzeigersinn zu. Wenn dieser etwas schräg aufgesetzt ist, kann es sein, dass der Deckel sich nicht zuschrauben lässt. Suche einfach die richtige Position, indem du den Ventildeckel kurz in die falsche Richtung drehst. Man merkt sehr leicht, wenn die Startposition für das Zudrehen des Deckels erreicht ist. Zum Schluss kannst du mit einem weichen Baumwoll- oder Mikrofasertuch die Oberfläche des Euphoniums abwischen. Damit entfernst du Fingerabdrücke, Schmutz und Wasserflecken. Auch das Mundstück solltest du von Verunreinigungen befreien. Verräume das Instrument am besten immer im Koffer. Mache den Deckel zu und vergiss nicht, sofort auch die Schnallen zu schließen. Viel Erfolg bei der Umsetzung der Pflegetipps und herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Weiterhin viel Spaß mit deinem top funktionierenden und glänzenden Euphonium.